Hallo zusammen und willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal GamingGuides.de. Nach über 5 Monaten kann ich es endlich nochmal sagen. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von 3 coole Dinge, die man tatsächlich in Minecraft bauen kann. Für die Leute, die neu sind und das Ganze nicht wissen oder kennen, eher gesagt, ich habe so eine kleine Serie auf meinem Kanal, wo ich mal 3 coole Bauideen vorstelle, die man so in Minecraft tatsächlich bauen kann, wie der Name schon sagt. Und das ist schon so eine etwas längere Serie auf meinem Kanal, die jetzt schon 5 Monate nicht mehr erschienen ist, deswegen ist es wieder höchste Zeit. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Lust drauf. Lasst auf jeden Fall jetzt mal sofort, einfach ohne Gnade, einen Daumen nach oben da. Wenn ihr weiterhin Lust drauf habt, würde mich mal interessieren und sehr freuen. Und auch gerne oben rechts, wie immer, für euren Favoriten abstimmen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und dann beginnen wir auch direkt mit dem ersten Bau von heute. Und das erste, was ich euch heute mitgebracht habe, ist dieses wundervolle und auch bequeme, ich spreche aus Erfahrung, Couch-Design hier. Es ist relativ modern und anhand dieser beiden Rüstungsständer kann man erkennen, dass das Ganze 2 Kissen darstellen soll. Ich denke mal, jeder kennt es, eine Couch hat meistens Kissen oder es liegen einzelne Kissen drauf. Und das soll das Ganze tatsächlich darstellen, ist in Minecraft ja wie gesagt ein bisschen schwieriger. Auf der Konsole ist es so, dass die Rüstungsständer dann auch weniger beleuchtet sind, sodass dieser Eisenhelm sehr, sehr dunkel ist. Da kann man aber ein bisschen rumtricksen. Wie dem auch sei, hier hat man wieder relativ viel Freiheit, was Dekoration angeht. Ich habe das Ganze jetzt relativ dunkel gehalten, habe da mit verschiedenen Holzarten, was Falltüren angeht, gearbeitet und allgemein das Design drumherum, das könnt ihr natürlich selber bestimmen. Optional kann man das dritte Bett, also das zweite von rechts, auch weglassen. Das ist euch überlassen und ja, wie das Ganze gebaut wird, zeige ich euch jetzt einfach mal. So, für diesen Bau benötigen wir folgende Materialien. Mindestens 2 Betten, man kann das Ganze wie gesagt ein bisschen erweitern. Eine Holzart eurer Wahl, das ist dann im Hintergrund, genauso wie hier die Falltüren, das könnt ihr im Endeffekt selber bestimmen, was ihr da verwendet. 2 Eisenhelme logischerweise, unseren Boden, wir machen das Ganze jetzt einfach mit weißer Wolle, könnt ihr natürlich auch selber bestimmen. 2 klebrige normale Kolben, nicht klebrige, so rum, und 2 Redstone-Blöcke, die benötigen wir dafür auch. 2 Rüstungsständer, habt ihr eben auch schon gesehen, und ganz wichtig, noch 2 Truhen. Das erste, was wir natürlich da machen, wir müssen den Boden festlegen. Es ist ja so, 2 Betten sind logischerweise insgesamt 4 Blöcke lang. Das heißt, wir müssen, so wird das Ganze ja im Endeffekt aussehen. Das heißt, wir müssen unseren Boden erstmal so konzipieren, dass es auch passen wird. Wir nehmen ja weiße Wolle, das heißt 1, 2, 3, 4 Blöcke kommen hier schon mal weg, wo dann später unsere Couch quasi drüber stehen wird. Ich mache das Ganze jetzt nochmal ein bisschen was sind das hier? Mann, Huhn! Ich konnte gerade nicht zurückgehen und ich dachte schon, was ist denn das hier? Also den Boden nehmen wir mal kurz aus. Das wird unser Untergrund sein, eine Art Teppich eher gesagt. Sowas in die Richtung. Ihr könnt natürlich jetzt irgendeinen Block verwenden, den ihr gerne haben möchtet. Muss jetzt keine weiße Wolle sein, wie gesagt. Haben wir das Ganze gemacht. Also das sind, wie gesagt, mindestens 4 Blöcke lang, weil da die Betten drunter müssen. Nehmen wir die beiden Ecken hier raus und das Ganze 2 Blöcke tief. Das gleiche gilt auch hier. Und jetzt brauchen wir erstmal unsere Truhen. Das ist nämlich der Untergrund für unsere Rüstungsständer. So, 2 Truhen platziert. Dann nehmen wir unsere Rüstungsständer, die habe ich gerade weggepackt, wie der Zufall es will. Guck hier genau in die schräge Ecke, sodass die Rüstungsständer, gutes Deutsch, quasi so schief in der Ecke stehen. Das gleiche gilt auch für hier. Und dann klicken wir ohne Item im Sneak-Modus 2-mal auf die Rüstungsständer drauf. Also 1, 2, 1, 2, sodass sie beide diese komische Position hier einnehmen. Ich glaube, das kann man sich merken. Auf beide Rüstungsständer kommt dann noch ein Eisenhelm drauf, das sollen dann die Kissen darstellen. Ihr könnt natürlich auch andersfarbige Sachen nehmen, ein Diamanthelm, wenn ihr diamantfarbene Kissen haben wollt oder einfach weiße Lederkappen. Das müsst ihr selber bestimmen. Das ist vollkommen euch überlassen. Wie dem auch sei, als nächstes bauen wir so ein kleines Türmchen hier hoch. Ich glaube, die ganzen Redstone-Leute unter euch kennen es. Wenn man was in den Boden drücken möchte, muss man die Kolben nach unten gucken lassen. Das war jetzt schon viel zu hoch, sehe ich gerade. Jetzt muss ich mal gucken. Hier kommt unser Bodenblock hin. Das heißt, hier kommen 2 Kolben hin. So sieht das Ganze aus. Also unser Bodenblock, ein Kolben und ein weiterer Kolben. Mithilfe des Redstone-Blocks oder im Schalter oder Redstone-Fackel ist auch euch überlassen. Zuerst den oberen Kolben aktivieren und dann den unteren. Das heißt, das Ganze wird dann einfach mal in den Boden gedrückt. Jetzt ist es hier tatsächlich so, dass der Rüstungsständer dann ein absolut kein nicht vorhandenes Lichtlevel hat. Das kann man irgendwie ein bisschen herumtricksen mit Glowstone. Ich lasse das Ganze jetzt einfach mal so. Gib dem Ding einfach irgendwie ein bisschen Licht unterhalb, neben der Kiste oder was auch immer. Und dann sollte das schon irgendwie funktionieren. So, das gleiche machen wir logischerweise auch auf dieser Seite hier. Das heißt, wir bauen uns wieder ein kleines Türmchen. Hier unser Erdeblock bzw. Bodenblock. Da muss man mal gucken. Das reicht sogar tatsächlich. Ein Kolben, 2 Kolben. Oberen aktivieren, unteren.
falsch rum, unteren aktivieren und schon haben wir das Wichtigste auf jeden Fall schon mal geregelt. Was auch vollkommen euch überlassen ist, ist natürlich der Hintergrund bzw. die Umgebung von dieser Couch und auch allgemein das Aussehen. Also das restliche Vorgehen könnt ihr natürlich komplett anders machen. Ich habe das Ganze jetzt so gemacht, bzw. der Abonnent, der mir das eingesendet hat, hinten zwei Holzblöcke, hier dann irgendwelche Rüstungsständer, wollte ich schon sagen, irgendwelche Falltüren, die das Ganze wieder so ein bisschen eingrenzen. Hier drüben kann man jetzt auch wieder andere Falltüren nehmen, um das optisch nochmal so ein bisschen abzuheben. Die kann sogar weg tatsächlich. Und hier in der Mitte kommt logischerweise unsere Couch, das heißt ein Bett in diese Richtung und ein Bett in diese Richtung. Ist natürlich euch überlassen, ob ihr das beides in eine Richtung macht, die Kisten bzw. die normalen Kissen von der vom Bett selber in die Mitte zeigen lasst oder nach außen, ist euch überlassen. Ich habe jetzt in dem Fall da vorne hier auch nochmal ein Bett hingesetzt. Es gibt ja diese Eck-Couches, wenn man das so sagen kann, die doch hier ein bisschen weiter runter gehen. Müsst ihr nicht machen, könnt ihr. Hier der Vorteil ganz klar, der Rüstungsständer wird ein bisschen überdeckt. Kann man natürlich sehen, ist ein bisschen blöd, dass man die da unten sieht, aber was soll's. Man kann jetzt auch noch ein bisschen rumtricksen, um das Ganze nochmal ein bisschen dekorativer darzustellen oder ein bisschen allgemein die Textur hervorzuheben. Wir nehmen dann einen Teppich, der auf unseren Boden passt und heben dann so ein paar Texturen ein bisschen vor. Das jetzt logischerweise nicht, damit da noch ein bisschen mehr Leben drin ist. Sieht, glaube ich, sogar tatsächlich aus wie ein Creeperface gerade. Das war kein Zufall, das war ein Zufall, so rum. Ich habe das da hinten dann nochmal ein bisschen umdekoriert, das heißt, hier so eine kleine Pflanze platziert, also einen Blumentopf, einen Kaktus rein, darüber ein Busch. Hier nochmal die Laterne, allgemein den Hintergrund so ein bisschen altmodisch, aber auch trotzdem modern dargestellt. Ja, hier so ein kleiner Schreibtisch bzw. Couchtisch in irgendeiner Form. Der Rest ist, wie gesagt, vollkommen euch überlassen. Lasst eure Kreative da einfach mal freien Lauf, wie ihr euch am wohlsten fühlt. Das Grundkonzept ist, glaube ich, geklärt, ganz, ganz einfach nachzubauen. Eine coole, moderne Couch. Ach, Freunde, wer träumt nicht von einem eigenen Heimkino? Und das sogar noch im relativ altem Design. Das hier soll eine alte Kinokamera sein, die einen logischerweise coolen Film auf unsere Leinwand projiziert, wenn man das so sagen kann. Auch wirklich relativ einfach nachzubauen. Das einzige Schwierige im Survival dürfte der Wither-Schädel vorne drauf sein, also Wither-Skelett-Schädel eher gesagt. Kann man natürlich auch mit irgendwas anderem ersetzen, falls man da irgendeine Idee hat. Wir arbeiten da, wie man auch schon sehen kann, mit dem neuen Werkzeug bzw. Werkzeugblöcken, den Schleifblöcken oder den Schleifsteinen eher gesagt, auch ein 1.14-Feature und das sollen diese Film, wie nennt man das ja, Filmkassetten obendrauf, die immer überdimensioniert früher waren, darstellen. Ich finde es relativ cool, wie das Ganze gebaut wird, zeige ich euch jetzt. So, für diesen Bau brauchen wir auch wieder einige Materialien. Und zwar brauchen wir unter anderem einen Redstone-Block, einen Bodenblock, ich nehme dafür jetzt einfach mal graue Wolle, ein beliebiges Holz-Zauntor, ihr könnt es natürlich auch wieder etwas dunkler halten, was ein bisschen mehr zur Kamera passen sollte, zwei Schleifsteine, logischerweise die Kassetten oben drauf, Kohleblock, Hebel und Steinknöpfe, könnt ihr natürlich optisch auch wieder darstellen, wie ihr wollt, ein Wither-Skelett-Schild, wie gesagt, optional irgendwas anderes, falls ihr eine Idee habt, und einen Kolben. Der Bau ist auch wirklich einfach und ganz, ganz schnell. Wir bauen zwei Blöcke nach unten. Dort unten kommt der Redstone-Block rein. Der Kolben springt dann auch logischerweise sofort hoch, weil er ein Redstone-Signal hat. Hier oben drauf kommt dann ein Kohleblock, zwei Kohleblock, beziehungsweise das ist dann die vordere Richtung, also dahin zeigt logischerweise die Kamera. Hier müssen wir dann kurz mal einen Block hin platzieren, um dann auch das Zauntor hier oben drauf zu platzieren und einmal zu öffnen. Das ist dann quasi, wo, ja, in Anführungsstrichen, der Kameramann so ein bisschen an der Kamera herumfuchteln kann, die ein bisschen justieren kann, damit das auch gerade auf die Leinwand quasi scheint. So, des Weiteren kommen hier oben logischerweise, man ahnt es schon, die beiden Schleifsteine hin. Das sollen ja dann die fetten Kassetten so irgendeiner Form darstellen. Hier vorne dann nochmal so ein kleines Kameraprojektil, kann man das sagen? Oder, ja, ihr wisst, glaube ich, schon, was ich meine. Die Kamera steht halt ein bisschen hervor. An der Seite dann auch nochmal ein Steinknopf, das auf beiden Seiten ist auch wieder optional, genau wie der Hebel. Ich fand es jetzt cool, wenn so ein Hebel an einer Seite so nach unten scheint. Da kann er dann auch nochmal ein bisschen rumfummeln. Es sieht halt aus wie Technik, dass man da ein paar Knöpfe drücken kann in irgendeiner Form und schon ist unsere Kamera fertig. Das heißt, wir können jetzt hier vorne irgendwie eine Leinwand bauen, wie hier jetzt in dem Fall, so eine kleine chillige Couch, hier sind dann so zwei Popcorn-Pakete logischerweise, die dürfen bei einem Kinofilm nicht fehlen und hier habe ich das Ganze dann einfach mit Gemälden dargestellt, ihr könnt das natürlich so machen, wie ihr das möchtet. Ich finde das Ganze wirklich relativ cool, so ein kleines Heimkino für zu Hause, könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ach ja, Freunde, wisst ihr, was ich wirklich wie die Pest hasse? Zahnarztbesuche. Nichts gegen Zahnärzte, die machen nur ihren Job, aber ich hasse es absolut, zum Zahnarzt zu gehen. Nicht, weil ich schlechte Zähne habe, sondern weil ich einfach panische Angst davor habe, dass mir irgend so ein Depp in der Fresse rumfuchtelt. Ja, wie dem auch sei, das hier ist ein Zahnarztstuhl, so gut es geht, in Minecraft nachgebaut.
hat mir der liebe Mike, glaube ich, zugeschickt via Instagram. Vielen, vielen Dank dafür. Grüße gehen raus. Es ist tatsächlich ein Zahnarztstuhl. Man sieht, das Ganze ist relativ einfach dargestellt mit Falltüren in Birkenform und dann auch nochmal das Lesepult, auch ein 1.14-Feature als Untergrund und oberhalb dann auch nochmal eine Quarzstufe, dass in irgendeiner Form das Licht darstellen soll. Ich würde hier allgemein mit ganz, ganz vielen hellen Blöcken arbeiten, weil Zahnarztpraxen eigentlich immer relativ weiß gehalten sind und steril. Deswegen passt das eigentlich relativ gut. Ein einfacher Bau, falls du eine Zahnarztpraxis nachbauen möchtest oder den Stuhl in dein Zimmer stehen haben möchtest, warum auch immer, möchte ich gar nicht wissen, dann ist das genau dein richtiger Bau. Und wie das gebaut wird, gucken wir jetzt. Für diesen Bau, hat man gerade auch schon gesehen, brauchen wir gar nicht so viele Sachen. Wir benötigen zwei Holzschäler. In diesem Fall würde ich euch Birkenholz empfehlen. Das gleiche gilt für die Birkenholz-Falltüren. Das Lesepult brauchen wir ein einziges Mal. Einige Birkenholz Zäune, das ist dann der Ständer für das Licht von oben, was dann auch die Quarzstufe darstellen soll. Ihr könnt es natürlich auch mit Glowstone darstellen oder mit einer Redstone-Lampe, ist vollkommen euch überlassen. Wir platzieren auf jeden Fall unser Lesepult irgendwo hin, was die Mitte des Stuhls darstellen soll. Die erste Falte hier kommt hier vorne dran. Ich weiß, es ist nicht komplett connected, aber trotzdem, ja, das wäre ein Meckern auf hohem Niveau. Des Weiteren sneaken wir uns einfach mal hier oben drauf. Die nächste Falltüre, die klappen wir dann auch einmal auf, ist sozusagen die Rückenlehne des Stuhls. Und mehr müssen wir fast schon nicht machen. Jetzt kommen nur noch die beiden Schilder hier im Sneaken an der Seite dran. Und das gleiche gilt auch für hier. Also sneaken und auf die Falltüre gucken und platzieren. Und schon hat man diese überdimensionalen Rücken- bzw. Seitenlehnen, wie man sie erkennt von Zahnarztpraxen. Hinter dem Stuhl ziehen wir dann so eine kleine Linie hoch. 3, 4, 5 sollten eigentlich schon reichen, dann ein weiterer Zaun und beziehungsweise den brauchen wir noch nicht mehr. Man kann natürlich auch das Ganze ein bisschen mehr mittig justieren. Ich mache da jetzt einfach mal die Falltüre, den Quarzblock oder die Quarzstufe einfach mal so dran. Ist, glaube ich, schon fast zu hoch. Ich würde es schon fast hier unten machen. Habe ich, glaube ich, auch dort hinten so gemacht. Und schon haben wir einen fertigen Zahnarztpraxisstuhl, wovor die meisten Menschen Angst haben. Also dann sitzt man hier drin, der Typ guckt in deinen Mund rein und sagt wieder, Junge, 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 wie putzt du bitte deine Zähne? Und du denkst dir nur so, Alter, ich putze meine Zähne wirklich richtig gut und du bist mir jedes Mal am Rummeckern. So ist es jedenfalls bei mir immer gewesen. Ein einfaches Konzept eines Stuhls, ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Kann man sowas überhaupt gebrauchen in Minecraft? Ist, wie gesagt, natürlich umstrittig, aber kann jeder selber entscheiden. Ja, und somit sind wir auch schon am Ende angelangt der nächsten Folge von 3 coole Dingen, die man in Minecraft tatsächlich bauen kann. Schreibt gerne mal euren Favoriten unten in die Kommentare. Verbesserungsvorschläge für einige Bauwerke hier könnt ihr natürlich auch in die Kommentare schreiben, aber nicht vergessen, oben rechts für euren Favoriten abzustimmen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr sehen wollt, auch ein kostenloses Abo. Falls du neu auf meinem Kanal unterwegs bist und keine zukünftige Folge mehr verpassen möchtest, würde mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch jetzt ein angenehmes Wochenende, einen angenehmen Samstag und bis zum nächsten Mal.